Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich teste Lego Fortnite, Digi. Ja, ich konnte am Anfang ein bisschen was einstellen. Also es klingt nach Survival. Ich habe Ausdauer ausgemacht, wie bei jedem Game von mir. Ich habe Hunger ausgemacht. Kein Bock, die ganze Zeit darauf zu achten. Ansonsten habe ich alles an. Mit Kuschelbeauftragte reden. Ah, wo bin ich hier? Blablablu. Ihr wisst, ich klicke hier mal durch. Oh, scheiße, hätte ich da was... Wie sollten wir uns... Achso, der Hilfe kann jetzt hier helfen oder was? Okay. Also wir können hier boxen. Wir haben noch keine Waffe hergestellt. Grafik. Ja, Fortnite-Grafik, muss man schon sagen, hat sich sehr gut weiterentwickelt. Sieht sehr, sehr schön aus. Okay, hier kann man also Kürbisse einsammeln. Holz, also ganz normal. Mich nervt schon jetzt, dass das so dauert. Das sollst du direkt aufsammeln. Nein, man muss draufhalten. Fuck ein bisschen ab. Kann ich nicht sprinten? Oh, hier kann man irgendwie so einen komischen Suchmodus, oder was ist das? Also wir können hier erstmal... Man muss draufhalten. Ah, warum? Egal. So, das kleinste Übel. So, jetzt hat man hier auf 4 zum Beispiel eine Himbeere. Können wir jetzt irgendwie fressen. Ausweichen. Eine Karte gibt's auch. Riesengebiet. Tab, was haben wir hier? Unser Inventar. Soweit. Rankenholz, Granit. Das hat er gleich nach unten gemacht. Das ist meine Welt. Baumenü auf Q. So, hier ist jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer. Das können wir jetzt... Oh, das ist ganz cool hier. Können wir jetzt quasi direkt mal ein Lagerfeuer erstellen und gucken, was passiert. Können wir jetzt Feuer löschen? Haben wir jetzt irgendwas Neues bekommen? Jetzt können wir hier eine Werkbank machen. Wir brauchen aber noch 2 Granit. Eine Hütte kostet auch noch Holz. Okay. Granit. Aber ich... Jetzt gerade, dass ich nicht... Oh, da war jetzt eine Spinne. Können wir die so töten? Ja, die kriegen wir gerade noch so hin. Seide. Ich will sprinten. Ich rede das oft, dass man nicht sprinten kann. Man kann streicheln. Okay. Oh, der hat sogar ein Ei für uns gelegt. Dünger. Granit, Granit, Dünger, Dünger, alles einsammeln. Achso, das ist scheiße, oder was? Von den Viechern kann man hier die auch streicheln? Kann man auch. Was geben die? Geben die Wolle? Jawohl, Wolle. Wie sich für ein Schaf gehört. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Wir müssen jetzt genug Granit haben. Und können jetzt... eine Werkbank bauen. Anstupsen, drehen. Ja, okay, man kann sie auch drehen. Dann können wir hier eine Werkbank hinbauen. Wir können da jetzt... Also es ist ganz solide. Also jedes Survival-Game hat das. Ich finde es ja schade, dass kein Survival-Game sich mal was anderes traut. Aber vielleicht geht es einfach nicht. Waldaxt, Spitzhacke. Okay. Dafür brauchen wir aber noch Holz, 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 Holz. Okay, Holz, Holz, Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Aber ansonsten muss ich sagen, Grafik top, Performance top. Und bisher ein... macht einen soliden Eindruck. Wie viel Tiefe und so, das sieht man dann erst. Jetzt ist erstmal so standardmäßig 0815, ganz normal. Survival-Kram. Äste, 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 Holz, Holz, Holz. Da ist eine Höhle. Ist das richtig so ein Dungeon, wo man rein kann? Ja, okay. Richtig so ein Dungeon-mäßig? Okay, cool. Da ist irgendwo ein Wolf. Man hat es ein bisschen an dem Sound gesehen. Keine Ahnung. Stimmige Musik, ja. Gar nicht so scheiße bisher. Holz, Holz liegt hier sehr viel, gut. Wie gesagt, das Einzige, was mir fehlt, ist ein bisschen sprinten. Kommt mir gerade sehr langsam vor. Ich würde gerne flitzen, aber vielleicht kann man ja auch noch Fahrzeuge bauen. Das ist ja Lego. Ja, da kann man bestimmt einiges noch machen. Ich loote natürlich jetzt hier erstmal alles. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir doch wieder was. Das könnte doch schon reichen, um...
Ah, hier haben wir nämlich schon neue Sachen. Aber wir bauen jetzt erstmal eine Axt und so. Bevor wir jetzt weiter mit dem Gebäude machen. Eine Waldaxt. Und eine Spitzhacke. Und wenn wir schon mal dabei sind und noch genug haben, nehmen wir uns auch eine Fackel am Gange. Hä? Werde ich angegriffen? Nee. So, und da haben wir jetzt unsere Items. Die können wir wahrscheinlich noch hier jetzt ein bisschen umlegen. Ja, gut. Mal das hier hin. Oder was ist das? Nee, das ist los. So. Und jetzt können wir wahrscheinlich schneller oder besser. Jetzt müssen wir nicht diese Äste einsammeln, sonst können wir wahrscheinlich hier schön zack und kriegen dann mehr oder sowas, ja. Ja, man kann auch die Botschaft machen. Okay. Aber es sieht echt gut aus, ne? Es sieht gut aus, man kann ja nichts gegen sagen. Hier könnten wir jetzt quasi auch hacken. Nehmen dann auch die Ranken und so. Was können wir mit der Spitzhacke machen? Könnten wir auch machen, macht aber weniger Schaden. Aber wahrscheinlich dann natürlich auch mehr Schaden. Wobei, nee, das dauert länger, als wenn ich es jetzt einsammeln würde. Plus ein Granit 6, wenn man es so macht. Nee, auch nur ein. Also es. Aber wahrscheinlich jetzt die größeren hier. Ja, weil die können wir nicht einfach so einsammeln. Gucken, ob wir das jetzt hier quasi abbauen können. Ja. Da lohnt sich natürlich bei den dicken Brocken. Ne? Das sieht nicht gut aus. Man kann da nichts gegen sagen. Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Granit bekommen. So, okay. Also, wieder zurück. Es wird nämlich jetzt auch schon dunkel und ihr seht das. Die Grafik ist echt nice. Das Wasser. Ich habe natürlich. Ist hier eigentlich meine FPS hier? Nee. Warte mal, wo laufe ich denn hin? Nee. Ich habe natürlich auch alles auf Max. Kennt mich. So, hier haben wir ja alles gebaut, ne? Kann nicht im Regen benutzt werden. Ah, okay. Der könnte hier jetzt hier noch irgendwie helfen oder so. Ja, ja, ja. Ich brauche Planken. Nee. Wir bauen jetzt das nächste, das Sägewerk. Ein Granit noch. Und dann auch hierfür ganz, ganz viel Granit. Wir könnten aber jetzt erstmal eine Hütte bauen. Ah, hier müssen wir jetzt selber. Man muss jetzt so ein bisschen hier mithelfen. Okay, also so ganz. Ganz auf Easiness. Muss man sich jetzt hier selber diese Dinger zusammenbasteln. Wie geht's jetzt weiter? Achso. Hier hinten noch das und dann jetzt halt noch den Boden. Okay. Hat man so ein bisschen. Es fällt mir noch ein Holz dafür. Die Krise. Mach die Scheiße weg. Ist das jetzt weg? Das natürlich gleich noch mit ein. Es greift mich hier was an. Mit der Axt machen wir zumindest mehr Schaden als mit der Faust. Holen hier nochmal Holz. Der Baum gibt gut. Zack. Oh, sammel doch ein. Jetzt noch drücken hier. Und holen uns hier nochmal Granit. Wieder so eine Scheißspinne. Okay. Wie viel Schaden macht das denn? Kann man damit zuhauen? Oh. Okay, weg damit. So, jetzt. Ah, unten rechts. Also die Sachen gehen auch kaputt unten rechts. Ziemlich schnell sogar. Alles einsammeln. Ob man das reparieren kann. Den nehmen wir auch noch mit hier. Zack, zack, zack. Ja, mir ist kalt. Das ist nämlich jetzt gerade ein Problem. Ich bin jetzt irgendwie langsamer. Ich muss zum Feuer. Wie in jedem Spiel. Und jetzt können wir hier. Ne, wie ging das denn jetzt? Hier noch das. Wo ist denn jetzt das Dach? Hä? Ah! Es geht noch weiter hier. Jetzt fehlt da noch das. Und jetzt haben wir es fertig. Ne, ist immer noch nicht fertig. Immer noch Stufe. Jetzt kommt hier noch was. Hüttenfürst. Wo kommt der denn hin?
da oben drauf. Okay, jetzt haben wir es fertig. Unsere erste Hütte. Und können jetzt einen Dorfplatz bauen. Wir könnten, das haben wir ja. Ah, jetzt haben wir hier die einzelnen Elemente. Also ganz normal, dass man jetzt bauen kann, was man will. Hier ist aber auch Möbel. Wir haben auch eine Lagertruhe. Was zuletzt? Okay, also wir machen jetzt erstmal ein Bett, ist klar. Da fehlt mir auch schon wieder Holz. Okay, also immer noch weiter grinden. Holz, Holz, Holz. Wo ist der nächste Baum? Ja, da hinten. Ihr seht, wenn mir kalt ist, ich gehe jetzt noch langsamer. Aber anscheinend mehr passiert erstmal nichts. Ich verliere noch keine Leben. Okay, ich verliere Leben. Zurück. Ich verliere Leben. Okay. Aber warte mal. Warum laufe ich nicht einfach mit der Fackel? Dann ist mir auch nicht mehr kalt. Aber die Grafik ist echt gut. Also, gerade nach Power World und Enshrouded ist die Grafik nochmal 10-mal besser. Jetzt muss ich aber mal kurz Kälte, weil ich leider die Fackel wegballern muss. Die Grafik, vor allem die Lichteffekte. So, wir sammeln alles ein. Und die Fackel wieder raus, dass wir schneller sind. Wir haben nur noch ein Herz. Kriegt man den Herz? Ja, okay. Ich fresse hier erstmal was. Gut, alles gut wieder. Und jetzt können wir... Nein! Jetzt können wir ein Bett bauen. Und hoffentlich können wir jetzt auch einfach mal... pennen, bis diese blöde Nacht vorbeigeht. Anscheinend nicht. Oder vergeht die Zeit jetzt schneller, oder was? Oder lädt man dann hier nur HP auf? Ich weiß es nicht. Kurz mal drin bleiben. Anscheinend nicht. Was haben wir denn noch? Ach Digga, warum drückst du immer da? Ja, weil auf B immer bauen ist bei dem anderen. Machen wir hier kurz alles weg, damit hier das Ausrufezeichen weg ist. Hier unten noch. So, jetzt müssen wir mal hier vorne weitermachen. Wir brauchen jetzt noch ein Sägewerk. Nochmal Holz und immer noch Granit. Mensch. Da muss man mal ganz schön reinhauen, was das Abholzen angeht. Mal hier den Baum hier. Zack. Nochmal mit hier. Kriegt auch noch Holz. Holz, 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 Holz. Granit fehlte ja. Oh, da kommen Skelette. Weil es jetzt wahrscheinlich Nacht ist, oder was? Da kommen Skelette, ich versuche mal abzuhauen. So, jetzt können wir aber... Ja, ja, mir ist immer noch kalt. Jetzt können wir aber... Digga, immer B. Ich drücke immer B, wenn es cool ist. Muss ich gleich meine Einstellung ändern. Jetzt können wir aber das Sägewerk machen. Und jetzt... Digga! Ich drücke immer B. Das können wir noch nicht. Hier brauchen wir wieder jetzt Granit. Warte, ich muss es jetzt ändern. Ach, wenn ich jetzt hier was ändere, dann ändert er wieder meine ganzen Einstellungen auch im normalen Fortnite, oder was? Okay, dann lassen wir es schießen. Was können wir denn hier jetzt machen? Wir können jetzt Planken und Holzstäbe machen, okay. Machen wir erstmal Planken. Oder erstmal ein paar Planken machen. Dann machen wir ruhig mal 10 direkt. Wir müssen eh noch weiter looten und fahren. Ah, wir können eine Schaufel machen. Da brauchen wir jetzt aber... Ah, jetzt wird's interessant. Jetzt geht's hier schon mit Waffen los. Okay. Warte mal, was ist hier? Okay. Jetzt wird's interessant. Also, solange er das da macht, werde ich noch mal ein bisschen was abbauen. Kühe sind die jetzt auch schon, okay. Ah, jetzt kriegen wir nämlich auch mehr Rezepte durch die Planken, die ich da herstelle. Jetzt wird wieder hell, sieht sehr geil. Also ich muss wirklich sagen, grafisch ein Augenschmaus, das Game. Was ist das? Moment mal, da passiert was. Ich würde zwar gerne noch das Holz nehmen, aber das ist jetzt gerade interessanter.
Ich muss da hinterher. Ich werde irgendwo hingeführt. Ich habe jetzt noch keine Waffe und nichts. Aber es sieht wunderschön aus. Wirklich wunderschön hier auf meinem PC. Oh mein Gott. Jetzt sag nicht, er greift mich an. Chill, Bruder. Ich will doch nur das Ding verfolgen. Das lockt doch. Das lockt doch so schön, Mann. Ah! Okay, der ist heftig, der Junge. Okay, ich hoffe, er kämpft mit der Spinne. Dass ich abhauen kann. Okay. Da oben ist ein... eine Truhe. Okay, er hat mich zu einer Truhe. Sehr geil gemacht. Alter. Leute, ich bin angetan von dem Game. Ich bin echt angetan. Sehr geil bisher. Oh, direkt ein Schwert sogar, ohne dass ich es bauen muss. Da ist noch was runtergerutscht. Was haben wir denn hier gekriegt? Wir haben ein Schwert bekommen, ein Langschwert. Das werden wir natürlich jetzt erstmal hier an die erste Position bauen. Das hier hin. Was ist das hier noch? Gang drin, dann wird Kondition. Von Wölfen was? Milch? Okay. Holz. Okay. Oh, da hinten ist sogar ein Haus, was wir als Basis hätten jetzt nehmen können. Jetzt habe ich da hinten natürlich schon angefangen. Aber wir gehen dann mal wieder zurück. Ganz erkunden kommt alles noch. Was haben wir denn jetzt hier? Warum habe ich denn jetzt diesen... Ach so! Digga, war falscher Kopf. Das ist so, was man in der rechten Hand dann hält, oder was? Hä, und was ist, wenn ich jetzt da das Schwert... Na, das geht nicht. Okay, ich könnte jetzt immer was... Dann könnte ich das direkt fressen, quasi. Warte mal, hau ich denn anders, wenn ich jetzt... Das ist jetzt einzeln. Hau ich jetzt Dollar? Also ich könnte immer was dabei haben, dann müsste ich nicht umswappen zum Essen. Sondern hätte halt das immer dabei, anscheinend. Was passiert, wenn man ein Schaf tötet? Du hast Glück, Junge. Du überlebst. Ist die Frage gerade, laufe ich gerade überhaupt richtig zurück? Ja. Aber wir brauchen eh noch mehr. Deswegen immer weiter einsammeln. Immer ganz wichtig für Survival Games. Man muss... Oh oh. Ja, meine Axt geht gleich kaputt. Mal ausprobieren, was passiert. Ob die Axt trotzdem im Inventar bleibt, ich sie dann noch heile machen kann, oder wenn ich sie kaputt mache, ob sie komplett verschwindet. Okay. So viel hat sie nicht mehr. Okay, sie verschwindet komplett. Gut. Gut zu wissen. Dann kann ich jetzt auch noch, bis sie kaputt ist, das andere hier machen. Das kann man wahrscheinlich... Doch. Ich dachte, das geht nicht. Auch das geht. Frage ich mich. Kann man sogar das? Nee. Geht natürlich nicht. So, die beiden mache ich noch. Muss ja das auch kaputt sein. So, jetzt mache ich das kaputt. Oh, direkt ein Fünfer mit dem Schwert. So, sehr gut. Haben wir erstmal was eingesammelt? Kann man das auch mit dem Schwert? Nee, okay. Kann man nicht. Sieht echt schön aus. So. Warte mal, wenn wir uns jetzt ausruhen. Ja, wir da oben, wir kriegen dann mehr Leben mit der Zeit. Okay. Wir haben die Planken fertig. Die sammeln wir ein. Nehmen. Und er soll jetzt schon mal ein paar Holzstäbe vorbereiten. Wie geht das jetzt nochmal? So, und jetzt... Machen wir erstmal 5. Und hier konnten wir jetzt eine Schaufel machen. Geht noch nicht, weil er das gerade dann noch macht. Was können wir... Digga. Ja, kannst du mit. Was können wir denn... Wir können jetzt den Grill machen. Und wir können das Dorfplatz. Machen wir erstmal Dorfplatz. Symbol. Machen wir A. Und in dem Grün. Okay, das ist wahrscheinlich auf der Karte dann. Ihr Upgrade verfügbar oben rechts. Okay. Wieder falscher Knopf. Jetzt nehmen wir noch den Grill. Machen wir mal hier hin. Okay, da kann man also Sachen grillen, die wir so haben.
Machen wir auch direkt mal. Hier nehmen wir jetzt das Zeug. Und jetzt gucken wir mal. Nehmen wir das Kurzschwert. Dreier Damage. Ist das jetzt genauso gut, was ich hier schon habe? Zum Inventarwechsel. Woher sehe ich denn jetzt... Ach, Fünfer sogar. Guck mal, ungewöhnlich. Fünfer Schwert. Also das heißt, das hier brauchen wir auf keinen Fall. Aber so ein Schild hätte ich noch gerne. Da fehlt mir aber noch ein Seil. Okay. Dann können wir die Schaufel herstellen. Seil. Und hier gucken wir mal. Freundliche Forscher werden es besuchen. Dorf entfernen, Dorf schließen. Wie upgrade ich das jetzt? Ah, hier. Ah, wir brauchen aber noch hier Holz. Okay. Das ist fertig. Das können wir nehmen. Jetzt können wir noch den Maiskolben machen. Verdirbt das nach der Zeit hier? Steht zumindest da nicht. Ja, immer schön den falschen Knopf drücken. Jetzt haben wir hier die Schaufel. Okay, wir könnten jetzt markieren einen Ort auf der Karte. Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht. Ein Beet, da brauchen wir noch Erde. Erde geht hier ganz easy, indem wir einfach mal ein Loch buddeln, ne? Erde. Das müsste schon reichen. Wieder falscher Knopf. Gewöhnt euch dran. So, jetzt können wir hier nämlich mal ein Beet hinmachen. Zwei Stück direkt nebeneinander. Weg. Hä? Und jetzt... Okay, jetzt hat er das da reingemacht, oder was? Ah, okay. Und hier Kürbis. Lager. Hä, da hat das reingesteckt, da aber nicht, oder was? Weiß ich nicht genau. Grill fertig. Ja, wenn wir das jetzt schon haben, dann mache ich jetzt auch noch ein Ei. So, was brauchen wir denn noch hier? Haben wir alles? Haben wir alles? Wir brauchen hier noch ein Seil. Wo kriege ich denn jetzt ein Seil her? Wo kriege ich denn jetzt ein Seil her? Wahrscheinlich hier, ne? Wir brauchen noch Holz und Wolfskrallen. Was haben wir jetzt hier noch bekommen? Ah, jetzt haben wir schon bessere Hütten. Und hier haben wir noch also ein paar mehr Gegenstände bekommen. Okay. Baumstamm. Weg hier. Zum Aufwerten brauchen wir jetzt auch noch Holz, ne? Holz und Granit, also bisher die Hauptzutat, die man hier mal braucht. Ja, ich brauche jetzt natürlich eine neue Hacke und Spitzhacke. Die habe ich mir kaputt gemacht. Herstellen. Und herstellen. Dann gehen wir wieder ins Inventar. Nehmen mal die Schaufel auf 3. Das auf 4 und das hier. Sehr gut. Oh. Da kommen welche. In Frieden hoffe ich mal. Mit Farbenbombarden. Ist immer schön, von ihrem Gesicht zu sehen. Okay, also kommt von ihnen im anderen Dorf und begrüßt uns hier mal anscheinend irgendwie. Okay, also bisher gefällt es mir. Es war bisher alles 0815, aber im Lego-Dings, in schön, in geil. Jetzt ist die Frage, ich werde jetzt einmal einen Cut machen. Weil ich auch nicht weiß, wie speichert man eigentlich. Wahrscheinlich einfach so. Und wenn man jetzt rausgeht, saved und ich kann da weitermachen, hoffentlich. Das will ich nämlich jetzt als nächstes mal ausprobieren. Und dann gibt es noch einen zweiten Part auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, bisher gefällt mir das. Machen. Gespannt, wie es immer der falsche Knopf. Immer wieder der falsche Knopf. Muss man hier mal gucken, was hier noch ist. Als nächstes müssen wir halt Holz holen und Wolfskralle holen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Das war Fortnite Lego erstmal. Haut rein. Nicht schlecht.